Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Heute einmal mehr mit einem neuen Film-Talk und einer Schauspielerin, die einst anfing mit unter anderem Filmen wie Große Mädchen weinen nicht, Elementarteilchen, weiter avancierte zur Hauptdarstellerin in großartigen Filmen Die Welle oder aber auch Wir sind die Nacht oder zuletzt in einem deutschen Genrefilm Zimmer 205. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Willkommen. Sehr gerne. Jennifer Ulrich. Hallo. Hallo. Na, wie ist es? Gut. Ja? Ja. Alles gut, alles schön? Alles gut, alles schön. Schönes Wetter, warm. Perfekt. Ich fange mal an mit der Frage gerne, welcher war denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Now You See Me war, glaube ich, der letzte, den ich gesehen habe. Und? Fand ich super. Hast du im Original geguckt? Ich gucke, wenn ich kann, immer im Original. Also warst du im Sony Center wahrscheinlich? Ich war im Sony Center, ja. Anders geht's ja hier gar nicht. Einmal kurz Werbung gemacht. Willkommen. Das ist nicht schlimm. Hier kannst du alle Marken nennen, die du willst. Ist kein Problem. Danke auch an Giga, dass wir das Studio hier benutzen dürfen, wenn wir schon dabei sind. Ja, aber der war super. Der war richtig, richtig toll. Der hat mich total begeistert. Und ich war so froh, dass kein 3D drauf war. Ja, und es war so Ocean's 11 in richtig cool. Woody Harrison. Ja, Tricks, die waren der Knaller. Total. Ich habe den Film sogar zweimal gesehen, weil ich gucke so viele Filme seit 2 Jahren jeden Tag ein, aber den habe ich zweimal gesehen tatsächlich. Und Now You See Me, die Unfassbare auf Deutsch. Große Klasse. Aber die Frage dann, welcher ist denn der allererste Kinofilm, den du jemals gesehen hast? Im Kino. Ich liebe es immer, die Gäste. Das ist immer so eine tolle Frage. Du hast die Gäste, du siehst, aber du siehst sofort in den Augen diese innere kleine Rückreise. Ja, das ist toll. Und du lass dir ruhig Zeit, du musst dich nicht. Ich glaube, ich war das allererste Mal im Kino mit meiner Omi, im Kino International. Das weiß ich. Und ich glaube, es war, Leute, jetzt wird's peinlich, König der Löwen. Nein. Doch, ich glaube, es war so. Nein. Ja. No, das ist ja, ich habe es dir vorhin gesagt, dein Herz Im Kino International? Im Kino International. Da war ich gestern Abend erst. Das haben sie seit 30 Jahren nie wieder renoviert, habe ich das Gefühl. Aber ich liebe das. Ich mag so diesen Ostcharme. Ich mag diesen alten, glitzernden Vorhang irgendwie. Das finde ich super. Und es ist ein Riesenkino. Es passen unglaublich viele Leute rein. Manchmal mufft es ein bisschen, aber das finde ich irgendwie vom Charme her ganz schön. Also wie gesagt, ich war gestern Abend da, vorgestern war eine Premiere auch da. Und also langsam ist es so, du sitzt 2 Stunden und dann tut dir alles weh. Also es ist nicht mehr schön. Es ist schon durchgesessen nach einer Weile. Och, naja, aber es gibt Kinos, da sitzt man sich auch den Arsch platt, um ehrlich zu sein. Aber gehst du denn generell oft ins Kino? Ich versuche oft ins Kino zu gehen, aber oft schaffe ich es nicht so oft, wie ich gerne wollen würde, sagen wir es mal so. Ich hörte letztens, der Durchschnittsdeutsche geht 1,2 Mal im Jahr ins Kino. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss das nochmal überprüfen lassen von Google. Also meine Mutter sprengt auf jeden Fall schon mal die Statistik, die geht auch super gerne ins Kino. Das ist, naja, okay. Und woher muss das ja auch so ein bisschen die Leidenschaft vielleicht haben? Ja. Wie ist es denn mit dir und dich selber sehen? Kannst du das? Sagst du, oh nee, ich kann mich nicht selbst anschauen und Leinwand so riesig? Oder bist du eher so, jetzt kommt Jenny. Nee, also ehrlich gesagt, klar, beim allerersten Mal, wenn ich einen Film sehe, dann bin ich schon natürlich sehr kritisch und auch sehr abgelenkt irgendwie und achte natürlich viel darauf, was habe ich da gemacht, passt mir das, was hätte ich besser machen können und so. Aber so ab dem 2., 3. Mal kann ich auch einen Film ganz normal gucken und kann mich auch als ganz normale Person in diesem Konstrukt wahrnehmen. Also ich gucke dann nicht die ganze Zeit mich nur an oder so. Und ich habe da auch nicht so ein Problem damit, weil ich finde, es gehört halt genauso dazu, wie einen Film zu drehen. Ne? Also es ist auch Teil dessen. Und im Grunde finde ich es eigentlich ein schönes Gefühl, einen selbst auf der Leinwand oder im Fernsehen zu sehen und zu sagen, hey, cool, da war ich dabei, das habe ich gemacht. Und dann kommen auch immer wieder schöne Erinnerungen zurück, die man irgendwie beim Drehen hatte oder so. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Das finde ich aber schön, dass du das so sagst. Ja, viele Schauspieler mögen das nicht, ich weiß das auch. Ja, viele hätten vielleicht auch Angst, sich das so ganz klar zu sagen. So, ich mag das Gefühl, weil klar, es ist ein Stück weit eine Bestätigung, eine Anerkennung, dass Leute sich das auch anschauen. Und einige hätten vielleicht Angst, oh nee, ich habe mich ja immer so mit Schauspielern, die ganze Zeit ständig bei dem, was sie sagen, nur auf ihr Image achten. Ja. Deswegen finde ich das toll, das klingt ehrlich und ich finde es super, dass du das so sagst. Ja, nee. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein großes Problem mit. Ich kann auch mal sagen, Film sehen und sagen, oh Gott, das war jetzt nix, dann gibt's sowas, ist das auch okay. Gibt es das von dir selbst, wo du sagst? Ja, also so ganz alte Projekte, wo man manchmal noch so reinschmult nach 10 Jahren, denkt man auch so, oh Gott. Es sind nie die letzten Projekte, wo jemand zugeben würde. Aber nee, aber zu den letzten Projekten hast du ja auch immer noch irgendwie einen Bezug, weißt du? Ja, also, ja, verstehe ich. Da steht man auch nochmal ganz anders dahinter, aber man entwickelt sich ja im Laufe seines Lebens. Hoffentlich. Und wenn man dann so Projekte von vor 10, 15 Jahren guckt, dann ist das schon manchmal ein bisschen lustig. Sollte ich vielleicht mal eine extra Folge drüber machen. Vor euch in jungen Jahren. Schauspieler sitzen hier und schauen sich ihre Filme von vor 15 Jahren kurz an. Das ist eigentlich interessant. Die Gesichter müssen sehen. Das sind Ideen, die geboren werden, genau. Reaction to old movies. Und dann hast du immer so deutsche Leute. Ja. Das mache ich.
einfach so einen Ausschnitt zeigen. Das mache ich wirklich eines Tages. Oh Gott, ich komme nicht in die Sendung. Du kannst dich eingeladen fühlen. Ich werde das machen. Alte Sachen zusammenschneiden und dann werden wir das neu synchronisieren. Na egal. Hast du eigentlich das Gefühl, dass in Deutschland das Bild des Schauspielers oder der Schauspielerin in der Öffentlichkeit anders transportiert ist, als die Wahrheit des Berufes ist? Also hast du das Gefühl, Leute wissen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und können einschätzen, das ist eigentlich ein ziemlich anstrengender Beruf? Ich glaube, die extreme Anstrengung sehen viele Leute sicherlich nicht. Also es wird aber auch natürlich das gar nicht verkauft. Ne? Also verkauft in die Öffentlichkeit wird natürlich viel Geld, ein gutes Leben, immer Spaß, freie Zeit und so. Und es ist leider nicht so. Also natürlich kann es auch mal so sein. Und wenn es gut läuft, dann kann man auch ohne Sorgen irgendwie in diesem Beruf arbeiten. Aber es gibt natürlich auch ganz oft Durststrecken, wo man nicht weiß, was passiert, wo man sehr genau auch auf sein Geld achten muss. Also das ist nicht immer alles heil und schön. Also das ist auch echt ein harter Beruf. Auch das Drehen an sich ist jetzt nicht nur Spaß. Das ist echt harte Arbeit, wenn man da manchmal 15 Stunden am Set steht und wirklich immer auf Spannung ist und immer irgendwie die Energie halten muss. Dann muss man zwischendurch oft warten und da auch die Spannung wieder nicht verlieren. Das ist körperlich und auch psychisch sehr anstrengend. Das ist so ein Punkt, glaube ich, den viele mal nicht verstehen können. Das hat ja auch Robert De Niro mal irgendwann in einem Zitat gesagt, dass er eigentlich für das Warten bezahlt wird, dass Warten eine Arbeitsleistung sein kann. Das begreift man erst, wenn man beim Film dabei war, wie anstrengend das Warten sein kann auf etwas. Ja, eben, weil du musst halt auf Schnips immer wieder da sein. Und um das sein zu können, darfst du halt eine bestimmte Grundspannung nie ganz verlieren eigentlich über die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich eine Stunde warte, bin ich die ganze Zeit irgendwie trotzdem innerlich noch auf der Rolle und auf dem Moment, den ich gleich spiele oder so. Also ich versuche mich natürlich abzulenken und locker zu sein, darum geht es nicht, aber es ist trotzdem Arbeit. Hm. Und du hast den ganzen Tag mit 50 Leuten Team zu tun. Das ist auch, das macht wahnsinnigen Spaß, aber das ist auch Arbeit. Und das sehen viele Leute natürlich nicht. Sie sehen dann das Endprodukt und so und dann sieht es alles locker, flockig und leicht aus und so, aber da steckt schon viel Arbeit dahinter, die ich total gerne mag, sonst würde ich den Beruf nicht machen, aber die auch echt sehr anstrengend sein kann. Aber würdest du dir das denn mehr wünschen, dass die Leute mehr darüber wüssten, was der Schauspieler eigentlich macht so den ganzen Tag? Wie lang der Weg zu einer Rolle ist, hin über Castings und so weiter und so fort? Mm. Oder ist das so, dass du sagst, nee, ist eigentlich ganz gut, weil Film ist im Grunde ja eine große Show. Ja. Und es soll auch eine große Show bleiben. Naja, so. Also ich finde immer eine Balance zwischen beiden immer ganz gut. Ne? Also ich finde es jetzt doof, wenn die Leute nur denken, wir sind die superreichen Millionäre, was nicht der Fall ist. Nein? Und ich finde es aber auch doof, wenn sie die ganze Zeit irgendwie so ein Mitleidsgefühl mitgeschoben bekommen. Ah, der arme Schauspieler und so, der ist auch ein hart arbeitender Mensch und so. Ich finde was dazwischen schön, weil das ist es ja auch, irgendwas dazwischen. Wir haben einen tollen Beruf mit ganz vielen Möglichkeiten, der aber eben auch harte Arbeit verlangt. Und sowas finde ich gut. Aber nur so Scheinwelt finde ich irgendwie auch ein bisschen langweilig. Warum bist du Schauspielerin geworden? Ach, das Warum ist immer so eine Frage, das weiß ich selber nicht so genau. Oder gibt es ein Schlüsselerlebnis? Manche rutschen rein, andere studieren, andere gehen auf private Schauspielschulen, andere fangen am Set an und entdecken auf einmal, ach ja, vor der Kamera als Komparse, das macht mir eigentlich Spaß. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich wurde mit 16 in einem Jugendclub entdeckt in Berlin-Lichtenberg. Immer diese Entdeckungen. Es gibt diese Entdeckungsgeschichten, besonders in Berlin, das Öftere. Ja, aber das ist halt, viele Leute, gerade früher und auch wieder jetzt viel, schicken halt Scouts auf die Straße, um neue Gesichter und neue Leute zu entdecken. Und dann passiert es natürlich. Ich habe den Gedanken vorher schon gehabt, das machen zu wollen, aber es gab nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich war im Kino und habe den Film gesehen oder ich habe schon als Kind immer irgendwie Sachen vorgespielt. Also das gab es bei mir nie. Ich bin irgendwann aufgewacht und habe gesagt, ich will Schauspielerin werden. Und es war einfach da, als wäre es schon immer da gewesen. Wirklich? Ja. Also es war einfach so, es war irgendwann einen Tag einfach so und dann blieb der Gedanke auch. Das ist aber fast schon ein bisschen romantisch. Oh ja, ein bisschen romantisch ist es schon. Ja, als wäre es tief in mir drin da gewesen und irgendwann ist es rausgekommen. Das finde ich aber süß. Zimmer 205. Ha, was für ein Cut, ne? Was eine Überleitung. Naja, wir sind hier auf YouTube. Wo darf man das? Da zählt das als Kunst. Da zählt das als anarchistisch. Ohne jetzt gibt es Ärger, was das Wort Anarchie eigentlich bedeutet. Egal, was ich dir sagen wollte oder was ich erstmal schön finde generell an dem Film, was ich ganz toll finde, auch an anderen deutschen Filmen, die ich nenne so wie Lost Place oder jetzt gerade bald startet oder Hell, der ja auch für den Deutschen Filmpreis vor einer Weile nominiert war, Genrefilme. Die Deutschen haben es nun mal aufgrund von Filmförderung und so weiter und so fort und dass viele Leute mal mitdrehen, oft mit Dramen, Komödien oder was auch immer, aber Genrefilme, die gibt es ja nicht. Und das, was ihr da gemacht habt, ist ja im Grunde ein, ja schon Horror-Thriller. Wenn man will. Und ich finde ihn auch super animiert an manchen Stellen. Ich fand dieses Wesen da schon ein bisschen eklig. Ja, also fand ich schon irgendwie ganz toll. Warum wolltest du da mitmachen?
Ich hatte da große Lust drauf, weil, also, wie du eben schon gesagt hast, Genrefilme liegen nicht einfach auf der Straße. Das kriegt man nicht irgendwie jeden zweiten Tag angeboten. Und ich mag, wenn Rollen mich herausfordern, das was Neues für mich ist, wenn ich hart an mir arbeiten muss, wenn ich psychisch oder ich meine physisch vor allen Dingen an mir auch arbeiten muss, dann ist das für mich genau das Richtige. Und das war in dem Projekt halt eben genauso. Es gibt viele Stunts, es gibt viele Szenen, die sehr stark auf Spannung Hast sind, du da die mit der vieles Urangst zu tun selber haben und gemacht, so. auch an den Stunts, oder war viel Ich habe gedubbelt? eigentlich fast alles selber gemacht, ja. Krass, weil da gibt Also es es ja gibt natürlich Sachen, die einige, man nicht machen darf, ja, so allein ein paar schon wegen der Sachen mit Versicherung. den Schornsteinen, glaube ich, hinten raus, mit irgendwelchen Fall und, oder hast du das auch? Da gibt es ja dieses ganze Gelände, wo dann irgendwelche Sachen in Schächten passieren. Bist wahrscheinlich auch tatsächlich du. Ich bin auf jeden Fall in den Schornstein geklettert. Boah, keine Platzangst, nichts in. Nee, ich bin früher auch indoor geklettert, deswegen war das für mich jetzt nicht so mit Angst verbunden und so. Okay. Also nicht persönlich, in der Rolle schon, aber persönlich nicht. Also das habe ich liebe das, ne? Also ich liebe es, diese Stunt-Sachen zu machen und die dann auch selber machen zu wollen. Ich würde auch am liebsten alleine durch die Scheibe fliegen, aber das darf ich dann oft nicht. Ich habe mir hier mal eine Das Narbe wird mir geholt dann bei einem verwahrt. Dreh, wo es hieß, es sei eine sichere Scheibe. Und was war es nachher? Sie sieht hart aus auf jeden Fall. Ja, das Danke. sagen die mir dann auch immer. Ja, auch wenn das Zucker ist und so, mach's lieber nicht, da kriegst du trotzdem Kann es nur Kratzer sagen, und es so. kann passieren, dass man sich die Hand zerschneidet. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt super ehrgeizig in solchen Sachen, weil wenn es was Neues gibt zu lernen, dann sauge ich das total auf. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu machen, dann bin ich da sofort dabei. Das finde ich super, weil es gibt ja manchmal so, es gibt eben auch Schauspieler, die sich gerne so setzen und sagen, oh, das bin ich jetzt und mache jetzt das von Film. Find ich super. Total Ja. sympathisch. Total Aber ich sympathisch. muss auch dazu sagen, diesen ganzen, ich entzauber das jetzt mal kurz. Also den Schornstein innen haben wir dann Jetzt, wie, ne, warte mal kurz. im Was willst du, warte mal, warte, soll warte, ich warte. nicht sagen? Na, wenn du willst, aber ist ja schade. Naja, also wir haben schon in Rüdersdorf gedreht an diesen Schornsteinen und so, haben An extra, diesem Schornstein. nee, an diesen Schornsteinen, Achso, da stehen ja ganz viele, ja. und wir haben einen extra für uns da noch hingebaut, der für uns dann halt extra sicher ist und so, mit dem wir halt Sachen machen können und so, wo man unten auch wieder raus kann, ohne durch das ganze Gebäude gehen zu müssen und so. Aber so ein paar Sachen mussten wir natürlich im Studio machen, allein logistisch, weil das mit der Kamera nicht möglich ist. Ein Kameramann, einen Ja, ist ja. Kameraassistenten und eine Da Schauspielerin muss in eine so einen Menge Schlauch Platz zu und ja. stopfen, das ist auch hochgradig gefährlich, deswegen. Aber man muss sagen, du kannst sehr gut schreien. Du Ja. bist absolut genrekonform im Schreien. Sehr gut, sehr Das gut. ist schon ein, das Ja. war lange Zeit ein Kriterium in den 90er Jahren. Kann diese Frau wirklich so Ja, schreien? die Scream Queen, Und man ne? muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde ja, oft ist es leider so, dass Männer, sage ich mal, Rollen mit etwas mehr Tiefgang haben als Frauen. So, wenn mal über den Kamm gescherte Aussage. Es gibt Ja. weniger gute Rollen für Frauen. Und bei dir fand ich es einfach toll, dass der Film wirklich auf dir basiert und dass du den tragen konntest. Von Anfang bis Ende. Fand ich große Klasse und war deswegen wirklich positiv überrascht. Ich sage jetzt nicht, dass er auf dem internationalen Markt der Film ist, aber ich finde es toll und Dankeschön dafür im Namen vieler Filmfans, dass Deutsche solche Vielen Dank. Genrefilme Oh, ich machen. freue mich, wenn ich sowas höre, Nee, natürlich. Also. das ist ja das Schlimme. Jeder, nee, Entschuldigung, dass ich nee sage. Ja, natürlich glaube ich dir das. Aber du hast immer so in Deutschland, dass viele Regisseure und Produzenten alle sagen, ja, wir müssen machen und am Ende macht es doch keiner. Weil irgendwelche Geldgeber immer Angst haben, versteht man auch, aber prinzipiell finde ich es toll. Ich habe einige User-Fragen. Viele Zuschauer wollten viele Fragen, ich konnte nur ein paar rauspicken, aber zum Beispiel fragt Josephine Geissert, und die fällt dir die Frage schwer, was ist, oder erstmal, welche ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie. Gibt es so einen, oder gibt es eine, wo du sagen würdest, da muss ich mitspielen? Ich finde Homeland schon ziemlich toll. Das ist jetzt so deine aktuelle Lieblingsserie oder generell? Das würde mir jetzt auf Anhieb einfallen sofort, aber meine Lieblings. Ich habe als. Also früher in den 90ern habe ich Akte X ziemlich gerne gemocht, um ehrlich zu sein. Ich oute mich als kleiner Akte X-Fan. Fand ich super. Ja, genau. Also die fand ich schon ziemlich super, aber jetzt so momentan finde ich Homeland Magst du da nicht ziemlich aktuell. Californication? Mulder wieder? Kennst du Californication? Ja, kenne ich. Das Finde ich ist. ganz lustig, aber so auf Dauer ist mir das dann doch zu einseitig. Das fand ich ja eben bei Homeland irgendwie. Findest du? Homeland nach 6, 7 Folgen so. Naja. Ja, ich fand's so. Da gibt es so andere wie Breaking Bad und so, die halt so. Aber Ja. okay, so ist der Geschmack. Aber Lieblings. ich gucke gar nicht so unglaublich viele Serien, muss ich gestehen. Da, weil ich da oft gar keine Zeit zu habe. Und ich weiß, wenn ich anfange, Dann, dann ja, das sitze ich zwei ist. Nächte lang Ja. durchgehend und dann komme ich zum Set und sehe schon so aus wie ein Monster. Dann müssen die mich nie mehr schminken. Das war jetzt Fishing for Compliments und das will ich jetzt Nein, war es überhören. nicht. Ich finde Aber dich wunderschön. vielen Dank. So, ganz schneller Themawechsel. So, die Dame will auch noch wissen, was dein Lieblingsfilm ist, wenn es sowas gibt. Mein Lieblingsfilm. Ja, das ist immer eine total schwierige Frage, weil es gibt viele Filme, die ich wahnsinnig mag. Ich würde das nicht auf einen runterbrechen wollen, aber ich mag so Filme wie Fight Club sehr gerne.
Ich mochte auch Sieben sehr gerne. Das sind alles ein bisschen dunkle Filme. Ja, ich glaube, ne? Das sind alles nur Brad Pitt-Filme. Das auch witzigerweise, das ist mir gerade beim Erzählen auch eingefallen. Wonder Woman, Joe Black. Nein, aber ich mag, wenn. Oh nee, das ist nicht so mein Ding wiederum. Nein, das sind ja alles. Nee, ich mag Filme, die so ein bisschen mit der psychologischen Seite spielen, die auf verschiedenen Leveln irgendwie unterwegs sind. Also sowas sind. Wie Das geheime Fenster, Johnny Depp oder Ja, Das Shutter geheime Fenster Island. War jetzt nicht so ganz meins, aber so Shutter, ja, das Shutter ist, Island müsste dann auch das so sein. Das ist so die Ding Richtung, sein. Ja. Oder halt auch super gut einfach Unterhaltung, so wie Now You See Me, wie wir vorhin schon gesagt haben. Genau, das mag ich auch wahnsinnig gern. Mit dem Flow. Aber gibt es einen Film, den du am meisten gesehen hast, oder einen, den du 10, 20 Mal gesehen hast? Cool. Ich habe, glaube ich, Aladdin am meisten gesehen und Independence Day. Ich weiß nicht, warum. Also, ja. Das, kann ja sein, dass du einen Film hast, den du den guckst ja, und ist, tatsächlich Liebe jedes Jahr zu Weihnachten. Gibt es ja eine ganze Völkerwanderung, die das macht. Also ich sag mal so, einer meiner Kindheitsfilme war Die Reise ins Labyrinth. Und ich glaube, den Film habe ich wahrscheinlich von allen Filmen am meisten gesehen, allein weil ich ihn als Kind schon 200.000 Mal gesehen habe. Und auch ihn heute immer noch toll finde. Wahrscheinlich bist du deswegen auch Schauspielerin geworden. Vielleicht, ja, vielleicht hat David Bowie hat mich, nein. Man weiß es nicht. Man ja, weiß es ich nicht. War verliebt in David Bowie. Ich muss es einfach sagen. Ich war verliebt in David Bowie in diesem Film und ich wollte so sein wie Jennifer Connelly. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht. Und die Jim Henson-Puppen waren doch der Oberknaller. Also das ist ja, ja ich kann große ich, Kunst. Das ist ja so. So eine Filme gibt es ja heute gar nicht. Ja, das mehr. Stimmt. Das ist das. Ja. Wenn wir jetzt damit anfangen. Oh nein, dann wird es traurig. Was es heute alles nicht mehr gibt. Man guckt so Filme und denkt so, oh, das ist mit der Musik ja genauso. Ne? Es gibt sie nicht mehr. Der Matti Ulrich fragt eigentlich, hast du generell eine Lieblingsschauspielerin? So weltweit, wo du sagst, jetzt mal außer dich selbst. Oh Gott. ich liebe Kate Blanchett. Ich finde die toll. Ja. Die finde ich wirklich toll. Und Judi Dench finde ich auch großartig. Die ist also ja Judi auch Dench so, ist so wirklich also alte Schule und so, ne? Und Kate Blanchett, die finde ich einfach, die hat so viele Seiten. Die hat so eine Stärke, die die immer ausstrahlt. Kann aber auch unglaublich verlässlich sein. Ich mag die einfach wahnsinnig gern anschauen. Okay. Aber da finde ich auch, da gibt es ja einige. Also so wie Charlize Theron, die auch immer. Also, die finde ich auch toll, aber ich weiß nicht, Kate Blanchett okay, zieht ist, mich irgendwie sind mehr. Sind ja deine Lieblingsschauspieler. Gibt es auch einen Lieblingsschauspieler? Ja, bei Männern finde ich es dann immer schon wieder ein bisschen schwieriger. Warum eigentlich? Weiß ich nicht, weil man sich natürlich als Frau eher mit einer Frau identifiziert, als mit einem Mann wahrscheinlich. Aber an Männern. Ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich Brad Pitt oder Brad Pitt ist nicht schlecht auf jeden Fall. Guter Schauspieler. Dann will der Mai Pesci. Glaube ich, heißt er. Wissen, konntest du eigentlich bei dem Dreh für die Welle mit den original Betroffenen reden? Oder mit Leuten aus der tatsächlichen Begebenheit dahinter? Also, in der Vorbereitung haben wir, lass mich kurz überlegen, wir hatten anderthalb Wochen Proben. Ich hatte mal Casting mit dir, glaube ich, bei der Welle. Das kann durchaus sein. Hatte Casting. Das ist lustig. Es ist lange her. Ja, es ist echt lange her. Die Zeit erinnert sich. Oh, 6 Jahre, das ist schon wieder her. Wirklich jetzt? Ja. 2007, tatsächlich? 2007, ja. Krass. Na egal, konntest du mit den Betroffenen? Ich konnte, glaube ich, also in der Probenzeit haben wir uns erstmal darauf konzentriert, unsere Rollen überhaupt erstmal so zu finden und viel mit dem Regisseur Dennis Ganze zu sprechen und zu proben und uns kennenzulernen auch und auch irgendwie die Gruppe homogen zu machen und so. Und dann gab es, also der Dennis Ganzel hatte damals schon Kontakt mit dem Originallehrer, mit dem Ron Jones. Mhm. Dadurch konnte der natürlich auch viel nochmal reflektiert dazu sagen, was der so erzählt hat etc. und so. Und mit den Betroffenen haben wir dann gesprochen, als der Film schon fertig war. Also es gab dann so ein kleines Treffen, unter anderem waren wir auf dem Sundance Film Festival damals genau. In Utah. Das muss eine tolle Erfahrung gewesen genau, sein. Genau, und da kamen, glaube ich, es waren 3 oder 4 Betroffene aus der Zeit, unter anderem Philipp Neal, der auch einen Dokumentarfilm jetzt nochmal darüber gemacht hat im Nachhinein und so, also über das Thema. Und da haben wir die getroffen auf jeden Fall. Aber wir haben uns schon eher so darauf konzentriert, das da rauszuholen, was wir uns vorgestellt haben. Und wir haben es ja auch in die moderne Zeit gezogen. Also die Welle ist ja, genau. Also das Originalexperiment ist von 1967, das ist dann doch schon auch eine sehr andere Zeit gewesen. Und da haben wir dann so ein bisschen auf den Lehrer, auf den Ron Jones vertraut, der dann uns auch am Set besucht hat unter anderem, ja. Das finde ich echt so, ich habe das Buch, hattest du das gelesen, bevor du den Film gedreht hast eigentlich? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich musste. Das war für dich ein ganz neuer Stoff wahrscheinlich, als du davon gehört im hast. Im Grunde ist das schon, also ich hatte das mal so munkeln hören, aber auch ich musste in der das, Schule. Nee, ich musste das in der Schule nicht lesen. Also ich weiß, dass es unglaublich viele andere lesen mussten. Da war von Anfang an klar, das wird big. Das wird, das ist
spannend, das ist interessant, das ist Diskussionsbedarf, da wollen viele Schulklassen rein. Ja. So, das ist ja auch ein gigantischer Erfolg geworden, also nicht nur in Deutschland. Der ist ja in sehr viele Länder auch verkauft worden. Er wurde unglaublich viel verkauft ins Ausland. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was international ist, ne? Also kein Land ist davor gefeit, irgendwie an der einen oder anderen Stelle natürlich, das sieht man in solche ganzen Strukturen zu verfallen, ja, und so, wenn man den Falschen wählt, apropos wählen und so, ne? Also 22. September geht's zur Wahl. Geht wählen.